Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch, verwundert die einen vielleicht, nanu, wir waren noch fertig mit den bayerischen Bieren. Ja, haben wir wieder ein bayerisches Bier. Pilgerstoff haben wir nämlich. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen ist drin. 5,2% Umdrehungen und ich bin gespannt, was uns erwarten wird, denn das kenne ich noch nicht. Wo haben wir es her? Erinnert ihr euch vielleicht noch dran? Ich habe euch ja gesagt, dass ich jetzt hier Anfang Mai wieder im Getränke-Hoffmann war und ja, da habe ich mir wieder ein bisschen was eingepackt. Haben wir wieder ein paar neue Kästen da und da können wir natürlich erstmal weiter schön ordentlich abarbeiten, weil die hatten da auch wieder ein paar Biere, die wir vorher noch nicht ja vorgestellt hatten. Ich kannte die auch gar nicht. Ja, bin ich wie gesagt gespannt. 5,2% Umdrehungen habe ich schon gesagt. Pilgerstoff hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Und von der Flasche so, naja, ihr seht es ja hier, nee, da in der Grafik, oder ist die da? Da? Irgendwo ist eine Grafik. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seht es ja dann. Ich halte es trotzdem noch rein. Oder es macht mir immer Spaß, was in die Kamera zu halten. Und aus diesem Grund. Ja, kommt die auch in so einer schönen Euroflasche daher. Das Ganze ist sehr altbacken getrimmt, finde ich, das Etikett. Ne, so, das ist so, oh, ist so ein bisschen so, hier mit diesem Wachssiegel noch so mit drauf. Ich mag das Design aber, finde ich irgendwie cool. Pilgerstoff. Hab mich jetzt auch überhaupt nicht vorher informiert, was da auf uns jetzt so zukommt. Deswegen lassen wir uns einfach überraschen und mal gucken, ob es uns schmeckt. Mit bayerischen Biere wissen wir ja Bescheid. Da haben wir ja eigentlich immer wirklich recht gute Erfahrungen gemacht. So, was haben wir da für eine Kapsel? Da haben wir ein P drauf. P für Pilgerstoff. Bäum. So schaut die aus. Und ja, mal schauen. So, gucken wir mal. Entspannungsverdampfung ist drin, wenn auch minimal, aber es dampft ein bisschen raus, finde ich gut. Und als Gläsle, wie immer, habe ich mich für unseren Bierschwenker entschieden. Leute, ich muss auch noch mal kurz ausschweifen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir ein spezielles Tastingglas besorgen sollte, das auch noch mal ein bisschen dünnwandiger ist als hier unser klassischer Bierschwenker. Nur, weiß ich nicht. Nicht, dass man mir dann im Endeffekt danach sagt, naja, Mensch, jetzt ist aber mal gut, jetzt musst du mal so bleiben, wie du bist. Es ist ja nicht noch besser werden. Naja, ist immer so eine Sache, ne? Huch, das ist aber dunkel. Okay. Ja, kommt ganz geschmeidig hier so ins Glas rein, so recht gemütlich, scheint ein gemütliches Bier zu sein. Oh, das sieht aber ordentlich aus. Das sieht aber in der Tat verdammt ordentlich. Oh ja, oh ja. Oh ja. Wow. Wow. Fantastic. Woo. Das ist mal ein Bier, würde ich sagen, oder? Sag mal, ist das eine Farbe? Sag mal, ist das Rotbier? Naja, das hätte ich nicht mal vorher informieren sollen. Seht ihr? 2,5 Finger. Breite Blume haben wir da, die alles andere ist als schneeweiß. Ganz klassisch cremeweiß. Ohne Schattierungen, ohne sonstiges. Ganz cremeweiß. Linear, fluffig, in der Mitte ein bisschen Luftbläschen, die zerplatzen, minimale Kraterbildung, der Zerfall, ja, der lässt auf sich warten, die hält locker 90 Sekunden durch. Das kann ich garantieren. Also das sieht man auch, das steht ordentlich im Glas, finde ich gut. Und wenn wir auch mal schauen wollen, wir sehen, die Blume bleibt hier auch schön an der Glaswand haften. Wofür spricht es? Ihr wisst es schon, für die Zuschauer, die es nicht wissen, das ist das Eiweiß, die Proteine da drin. Steht schön stabil und wunderbar. Mann, das ist ja fantastisch vom Aussehen her. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, wenn ich da so reingucke. Also, bin gerade überlegen, letzte Rotbier. Naja, wir dürfen jetzt nicht vergessen, wenn wir unsere Berliner Weiße mit Schuss, ne, mit Himbeer oder so, oder mit Kirscharoma, dann sind das ja auch knallrot. Ne? Da hatten wir ja auch die Himmelspforte gehabt, die Neuzeller, die war ja auch extrem rot als Limonade. Und das war aber alles andere als Bier, also zumindest das, was ich als Bier bezeichnen würde. Ich streichle jetzt hier das Glas, merkt ihr. Ne? So, ja, weil es so schnell beschlägt hier. Die Trinktemperatur liegt jetzt übrigens bei 7 Grad. Warum das so krass beschlägt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, versucht das Ganze mal zu beschreiben. Fangen wir mit dem Blumenteppich an. Keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Da ist soweit erstmal, ja, perfekt. Also besser geht's nicht. Es ist definitiv rot. Ich weiß jetzt nicht durch den Greenscreen, ob man das erkennt. Wenn nicht, mache ich das mal so mit meiner Hand. Vielleicht erkennt man es jetzt so ein bisschen. Also es ist definitiv rot, aber es ist auch so ein Rot, was definitiv auch einen Braunstich drin hat. Also Bernstein auf gar keinen Fall. Das ist eher so, ich würde jetzt fast sagen, so ein rotes Kupfer, so in diese Richtung geht es. Eine aufsteigende Karbonisierung, ja, ist vorhanden. Perlt ordentlich nach oben ab, aber auch ganz gemütlich, ganz langsam.
und sieht sehr schwerfällig aus. Also wenn ich es nicht genau wüsste, würde ich jetzt denken, wir haben es hier mit einem Bockbier zu tun. Aber wenn ich mir den Alkoholgehalt so angucke, kann das eigentlich nicht sein, dass wir es hier mit einem Bock oder mit einem stärkeren Bier zu tun haben. Sehr tief, also extrem tief. Also da ist so eine Tiefe im Glas drin. Das ist eine Farbe da, wo man, also es ist filtriert, ja, aber das ist schon wirklich extrem tief. Faszinierend, faszinierend. Ich finde das lecker, das sieht lecker aus. Ich schenke noch mal ein bisschen nach. Machen wir mal voll den Kübel, ne? So, Freunde, ich kann nicht anders. Ich kann wirklich nicht anders. Das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Es sieht verdammt ansprechend aus. Es macht mir gerade richtig Appetit. Ist auch mein erstes heute. Ich mag es deswegen sehr, sehr hoch bewerten. 10 von 10 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Das macht mir richtig Appetit. Wenn mir der Wirt das so hinstellt, dann sage ich, komm, lass mal den Zapfhahn offen, mach mal gleich das nächste klar. Ja? Ich bin gespannt, ob es auch so lecker schmecken wird. Mein Gott, die Bayern, ey, die können wirklich gut Bier brauen. Oh. Röstmalz und ja, Fruchtnote, ganz deutlich. Sogar ein bisschen rauchig, kann das sein, dass das so ein bisschen rauchig riecht? Und sehr würzig vom Charakter her, also das ist so eine richtige Würznote ist da drin. Leute, jetzt bin ich mal richtig gespannt, das sieht geil aus, das riecht verdammt interessant und ich habe Bier durst. Ihr Lieben, ne, wissen wir, was jetzt kommt. Genau, der Antrunk, den mögen wir doch immer. Somit sage ich, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Was ist denn das? Okay, Mann, schon wieder ein neues Bier, geil. Weiches bis mittelweiches Brauwasser, würde ich so mal sagen. Es ist sehr erfrischend, sehr streng aber auch. Also es ist wirklich extrem streng, also da ist wirklich großer Würzkörper irgendwie drin. Erinnert schon teilweise wirklich an ein Winterbier, also eher so eine schwere Kost, sage ich mal. Breitet sich aber dennoch recht fluffig im Mundraum aus. Also es ist wieder alles benetzt, wo ich sage, ja, also Zungenbereiche, innere Backenwände, das ist soweit alles wieder schön benetzt, sodass das eigentlich, ja, von den Eigenschaften her eigentlich ein Bier ist, was Spaß macht. Also ich merke schon wieder, oh, das will getrunken werden. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist dynamisch, aber es hat schon wieder so, das möchte gerne mal so ein bisschen noch, ja, da ist das Interesse groß. Also es baut einen Spannungsbogen auf. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, und deswegen halte ich mich gar nicht lange auf mit Reden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder Virologie betreiben, was? Mal gucken hier. Er hat ein großes Volumen. Ein unglaublich großes Volumen. Also auch wenn man einen kleinen Schluck nimmt, das breitet sich dermaßen aus im Mundraum, in der Mundhöhle, dass man glaubt, man hat einen unendlich großen Schluck genommen. Also von den Eigenschaften her sehr speziell, muss ich sagen. Sehr speziell. Habe ich so auf dem Kanal, haben wir das bisher hier so in dieser Form noch nicht vorgestellt. Ja, das ist so von den Grundeigenschaften voluminös. Das ist so richtig so, boah, das ist gehaltvoll. Ja, da ist ordentlich was drin da. Und damit meine ich nicht nur die Würze, die ja wirklich penetrant nach vorne stößt. Ich weiß noch nicht, ob es unangenehm ist. Eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das haut sofort ab. Also wenn du es im Mundraum hast, da bleibt dir gar nicht mehr Zeit, so was zu erschmecken, weil das haut sofort ab. Das breitet sich so auf wie so ein Luftballon, wo man so Luft reinpumpt. Da ist voll viel Luft drin in dem Bier. Keine Ahnung, das verflüchtigt sich sofort. Also wird ein bisschen schwierig jetzt, glaube ich, mit der Analyse. Mein Gott, das wird immer schwieriger hier auf dem Kanal, ey. Das ist... Ich versuch's mal.
von meiner Wahrnehmung her würde ich sagen, das allererste, was man merkt, wenn man so, wenn der Mundraum sich an das Bier gewöhnt hat und auch an die Temperatur, die Trinktemperatur, die durchaus übrigens schätze ich auch wärmer getrunken werden kann. Ich denke mal so mit 7, 8 Grad ist okay, aber weiter runter würde ich nicht gehen. Auf jeden Fall höher ansetzen als ein klassisches Pilz. Lass es mal bis 10 Grad hochgehen. Schulz. Und ich versuche es trotzdem mal. Als erstes würde ich sagen, wenn man so dies, wenn das Bier sich so an den Mundraum gewöhnt hat, dann wird als erstes, würde ich sagen, der Getreidekörper auch nach vorne stoßen, der aber nicht so ins liebliche Süße reingeht, wie wir es ja in der letzten Zeit häufiger hatten. Dieses Getreidefeld, was so eine Nussigkeit mitbringt und diese Nussigkeit bringt Lieblichkeit mit. Das eher weniger. Hier haben wir das so ein bisschen dezenter und auf jeden Fall überdeckter. Überdecken, was meine ich damit? Ich meine, dass eine andere Komponente, eine Geschmackskomponente, wie hier deutlich ein Fruchtkörper rauszuschmecken ist, der ummantelt im Prinzip dieses Getreidige, diesen Malzkörper. Und somit trifft sich das beides so in der Mitte. Das heißt, dieses Bier, das lässt einen sehr wenig Zeit, irgendwie die Aromen wirklich zu genießen, weil die verschwinden sofort wieder, weil die Eigenschaften so dynamisch sind, dass es sich so im gesamten Mundraum aufballt, also richtig voluminös, und dass da, wie gesagt, so diese ganzen feineren Nuancen so ein bisschen verloren gehen. Also man hetzt den quasi so ein bisschen hinterher und sucht und hey, so warte mal kurz, wir müssen mal kurz analysieren, was du für eine Nuance bist, so ungefähr. Ja, aber ich würde mal ganz klar sagen, ich lege mich jetzt mal fest, es ist zuerst der Getreidekörper und dann kommt so diese deutliche Fruchtnuance her, die ganz klar auch so in so eine Traubenrichtung reingeht. Ich will fast so sagen, wir hatten schon mal ein Bier gehabt, wo ich gesagt habe, das erinnert mich so an diese quadratische Schokolade, quadratisch praktisch gut. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Und da gibt es so dieses mit Schokolade, Vollmilchschokolade und Traube innen drin. Weintraube. Und diese Kombination schokoladig-Weintraube, das kommt mir hier so als Fruchtkörper so ein bisschen vor. Wenn man das so auf der Zunge, gerade mittlerer Zungenbereich, so nach vorne so ein bisschen ausgeht, ausstrahlend, da merkt man so, na, das erinnert einen so ein bisschen an diese, ne, quadratisch praktisch gut Geschichte Schokolade. Aber nur so ganz dezent im Hintergrund. Also durchaus auch eine Süße ist drin, die aber auch nicht vorderscheinlich ist. Eher alles im Hintergrund. Ja, und dann kommt es, was einen eigentlich das so ein bisschen irritiert. Dann kommt wirklich so eine riesige Walze eigentlich auf einen zu, die das Bier zurückschiebt. Und da ist dann so ein Würzkörper drin. So ein richtig extremer Würzkörper, der mit so einer Hopfenherbe dann daherkommt. Ich schätze mal, ein Aromahopfen wird es sein. Kenne ich da, wie gesagt, nicht ganz so gut aus. Aber ich würde es jetzt mal so, wir haben ja schon herausgefunden, wo der Unterschied zwischen so billig verarbeiteten Hopfenextrakt und wirklich guten Aromahopfen liegt. Also da denke ich, so können wir uns schon so herausfinden. Ne? Aber ja, eindeutig. Und dann ist es weiter dieses Liebliche dann. Ne? Sobald dieser Würzkörper, diese Walze, diese Würzwalze dann da ist, dann schiebt sich nach hinten raus dann wieder diese Lieblichkeit von diesem einer schokoladigen Fruchtaroma. Diese Mischung Traube-Schokolade, so in diese Richtung geht das. Und so eine leichte Rauchnote ist auch noch drin. Aber auch eher dezent. Also ich muss sagen, es ist ein sehr interessantes Bier, muss ich sagen. Das ist so ein, das ist auch wieder was Spezielleres. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, den Tag zu trinken. Das ist wieder so ein Leckerli, ja, für zwischendurch so, dass man mal so ein bisschen Abwechslung hat. Finde ich verdammt interessant, deswegen müssen wir auch einfach in diesem Video mal ein bisschen länger darauf eingehen, weil das nicht einfach ein 0815 Bier ist, ist schon was Besonderes. Ist schon so, wo ich sage, so, ja, die hedonistischen Genüsse, die kommen da schon zum Vorschein, ja. Also aus diesem Grund finde ich geil. So, lege ich mich mal fest jetzt hier mit einer Bewertung. Ja, also qualitativ hochwertig, ganz klar. Ist ein traditionell gebrautes Bier, traditionell auch hochwertig in dem Sinne, dass man hier ein Konzeptbier hat. Man hat sich damals garantiert Gedanken gemacht, man hat hier nichts dem Zufall überlassen, weil dafür ist das Bier zu gut ausbalanciert. Sehr speziell, wie gesagt, ein Alltagsbier ist es nicht. Ich könnte mir das nicht vorstellen als Wegbier. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, jetzt so irgendwie nach einer Fahrradtour, man setzt sich dann irgendwie im Park und trinkt es oder so. Ich denke, das ist eher so ein Kandidat für die Abendstunden, gemütlich nach dem Abendbrot oder so. Kamin knistert im Winter, perfekt. Aber auch in den Sommermonaten, wenn es ein bisschen so milder, frischer draußen ist, vielleicht auf dem Balkon oder so. Ja, schön die Beine hoch und dann kann man dann auch nochmal ein bisschen schön, ja, auch aus so einem Schwenker tatsächlich genießen. Deswegen finde ich gut, ja, bayerische Qualität, mal ganz klar, Daumen geht hier zweimal nach oben und dementsprechend möchte ich es wirklich auch bewerten. Ich würde es lieber am liebsten, würde ich es mit 4 Punkte bewerten. Dadurch aber, dass es wirklich verdammt speziell ist und mich das auch irgendwie jetzt überrascht hat, muss ich ganz echt 5 geben. 5 von möglichen 5/6 Punkten ist es mir wert. Ich würde das auf jeden Fall noch ein zweites Mal in den Einkaufswagen reinpacken, einfach um eine Abwechslung zu gewährleisten. Finde ich ganz interessant, traut euch ruhig mal ran. Ja, Pilgerstoff ist ein Stoff, der begeistert, ganz klar.
Alles klar, Freunde, sind wir fertig mit diesem Biertasting und wir sehen uns im nächsten Biertest wieder. Verliert euren guten Biergeschmack nicht. Bis dann, ciao, euer Biersüffler.